Hi! Und somit, ohne große Umschweife, herzlich willkommen zu einem weiteren Bildvideo. Und ja, ich habe mir die Mühe gemacht und habe einen Bild zum Schmerzensbringer gebaut. Wenn euch das Video gefällt, denkt doch liebend gerne an ein Like. Ich werde euch damit noch öfter nötigen, ich schwör's. Ja, und ohne weiteres Tamtam, ich werde mich heute etwas beeilen, weil das Video wird, glaube ich, eh schon länger. Fangen wir doch dann direkt an mit den Archetypen. Für die Archetypen haben wir heute den Archon im Hauptslot. Den haben wir relativ selten. Warum? Nicht wegen seiner eigentlichen Fähigkeit hier mit Blitzzauberer, das ist ziemlicher Schrott, das, naja. Nein, wir wollen diese Fähigkeit hier auf Maximum, deswegen wollt ihr den Archon auf Stufe 10. Erhöht Modschaden um 50%. Wir werden mit unserer Waffe ausschließlich mit dem Mod angreifen, weil wir den Mod einfach immer aufrecht haben. Ja, und wird 10% kritische Mod-Chance, das ist, ja, wir werden auch wohl sehr oft kritische Treffer landen. Als Fähigkeit unbedingt Portal der Verwirrung. Da macht ihr so ein Kraftfeld um euch rum auf, ich fasse das zusammen, dann braucht ihr den ganzen Schrott da nicht durchlesen. Solange ihr da drin steht, nehmt ihr zwar mehr Schaden, ihr teilt aber auch mehr Schaden aus. Im zweiten Slot habt ihr den Beschwörer. Warum? Hier die Flieger unbedingt nehmen, weil die sind nicht ganz so lästig wie die anderen und können halt ja effektiv noch sein irgendwie. Warum? Durch die Fähigkeit beherrschen, der lustigerweise jetzt auf Englisch ist, macht ihr zusätzlichen Schaden pro Summon. Deswegen wollte ich hier zwei Stück. Und ihr macht seit dem letzten Patch verstärkten Explosionsdamage. Ja, steht euch sogar hier. And explosive critical chance ist erhöht. Ja, und hier explosive damage and 5% mod skill and explosive critical hit, bla 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 bla. Die, das Waffenmod von unserer Waffe, ich vergesse den Namen ständig. Ich nenne sie mal Englisch, weil sie auf Englisch so heißt. Ist Explosionsschaden. Ja, das ist das, was wir wollen. Beides am besten auf Stufe 10 für den maximalen Bonus. Für die Rüstung, da habe ich dieses Mal zweigartige Maske, Lidus Rüstung Typ 2, Lidus Beinpanzer Typ 2 und zweigartige Armschienen. Wir sind hier wirklich am absoluten Maximum der Gewichtsklasse, bisschen mehr noch und wir sind im roten Bereich und machen einen Bodyflop. Das wollen wir nicht. Als Relikt habe ich dieses Mal geborgenes Herz. Und ehe hier wieder Diskussionen aufkommen, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Nehmt, was ihr wollt, wenn ihr meint, etwas anderes ist besser. Ich kann hier nur meinen Tipp abgeben. Ich werde mein Bild hier nicht ändern. Ich bin zufrieden, somit wie er ist. Warum das geborgene Herz? Es hat eine irrsinnig schnelle Wirkdauer. Also du nimmst es nahezu instant. Du brauchst das auch, weil deine Flieger ansonsten irgendwann krepieren, weil sie kassieren ständig Damage, da komme ich dann gleich noch dazu. Und wenn du es einsetzt, gerade weil es so eine kurze Wirkdauer hat, du bekommst eine komplette Ladung deines Mods wieder zurückerstellt. Also von Anguish, dann können wir Anguish, sollte es mal nicht voll sein, instant wieder wirken. Zu den Relikten, also die Reliktfragmente meine ich natürlich. Modkosten reduzieren, super wichtig für dauerhafte Nutzung von Angles Mod. Dann Modschaden, ja, wir greifen ja nur mit dem Mod an, nochmal 10% obendrauf. Und Feuer im Fernkampf, dass wir noch viel, viel, viel schneller schießen, wenn das Mod aktiv ist. Okay, das wär's schon. Zu der Bewaffnung. Da haben wir dieses Mal die abgefahrene Araballeste. Warum? Prallt von Gegnern ab und da sie von Gegnern abprallt, baut sie hier sauschnell Mod-Energie auf. Ihr könnt, wenn der Diskus einen Gegner berührt hat, wird er markiert, erleuchtet dann rot. Und auf Druck von R1 bzw. RB auf dem Xbox-Controller könnt ihr diese detonieren lassen, macht immensen Damage.
Hier drauf wichtig, ihr wollt ihn harmonisieren. Erhöht Modschaden um 20%, sprich, das sollte sicherstellen, dass wirklich nahezu alle Mobs sterben, die markiert sind und explodieren. Und auf Stufe 10 generiert 25 zusätzliche Mod-Energie für verstaute Waffe. Solange wir die benutzen und zu Engage dann wechseln, stellen wir sicher, dass Engage sofort einsatzbereit ist. Und wir werden mit Engage niemals normal angreifen, sondern immer nur mit dem Mod. Wir haben einen Dauermod-Build. Axt der Krell, ihr kennt's, Axt der Krell mit verseuchte Klinge plus 10, sollte es halt notwendig sein, dann haben wir noch was Schönes in der Hinterhand. Und hier ist das Herzstück, der Schmerzensbringer. Ein long way to go, bis du ihn hast, aber wenn du ihn hast, dank des letzten Patches ist die Waffe endlich gut, beziehungsweise mit dem richtigen Bild ist die Waffe gut. Ihr Mod ist Verachtung der Schwachen, feuert schnell instabile Nadeln ab, die nach 1,5 Sekunden explodieren und 216 Explosionsschaden verursachen. Explosionsschaden. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Feedback auf plus 10, wenn ihr könnt. Das müsstet ihr von Dwell kaufen können, also dem Partner Station 13, wenn ich noch richtig informiert bin. Der Mod dieser Waffe generiert beim Anwenden 20% des Einzelladungswerts als passive Mod-Energie über einen Zeitraum von 10 Sekunden. Nicht stapelbar. Auf plus 10. Modschaden generiert 10% des Schadens als Mod-Energie. Heißt, die Explosionen, insofern Gegner lang genug leben, das ist das Problem hier bei diesem Bild, meistens verrecken Gegner, ehe ihr euren kompletten Mods wieder oder das Mod von Englisch wieder komplett hergestellt habt. Was nicht schlecht ist, was aber auch nicht so gut ist. Das Gute ist, bei Bossen ist das egal, weil die leben lang genug und ihr habt dann einfach Dauermod. Kann man das so nennen? Ja. Na gut, so viel dazu, ihr seht's ja dann. Wir kommen zu dem Schmuck. Beim Schmuck haben wir Groll der Nachtweberin als Halskette. Dann Ring der Wahrscheinlichkeit für mehr kritischen Schaden, 30% erhöht. Sehr wichtig, Ring der Sprengkapsel, Explosionsschaden um 10% erhöht. Dann Bürdenring des Glücksspielers, deaktiviert Schwachstellenschaden. Das ist okay, das sind die roten Zahlen. Die brauchen wir nicht, wir gehen eh vollkommen auf Crit. Erhöht kritische Chance um 10% und kritischen Schaden um 20%. Das hier erhöht übrigens auch Crit-Chance und das hier erhöht Crit-Chance. Wundervoll. Und zum Abschluss Ring der Wiedergutmachung. Wir kennen es, es macht halt kontinuierlich 1,1 Damage an dir und wichtig an deinen Fliegern. Deswegen habe ich das Herz hier genommen, weil du kannst es sehr schnell casten und sie nehmen einfach ständig diesen Damage. Ist es aber wert, weil du bekommst eine erhöhte Crit-Chance. Groll der Nachtwieberin ist dauerhaft aktiv und es funktioniert. Ihr werdet es dann gleich sehen. Kommen wir jetzt noch zu den Eigenschaften. Gut, da wären wir bei den Eigenschaften. Hier saß ich, glaube ich, am längsten drüber. Und ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das so lassen werde, aber das könnt ihr schon mal so nehmen. Blitzzauber haben wir eh auf 10, obwohl es eigentlich absolut unnötig ist. Mod und Fähigkeiten Wirkdauer um 50% auf Fähigkeiten. Na gut, das Mod meine ich, dann castet ihr schneller hier die Fähigkeiten. Na, toll. Ich halte nicht so viel von von der Eigenschaft, aber man hat sie halt. Verschanzen 10. Blutsverwandtschaft 10, denn dadurch nehmen eure Fliege etwas weniger Schaden durch den Blutungseffekt. Also sie krepieren nicht ganz so dolle schnell. Neubewuchs für Lebensregeneration 10 Punkte. Notfallbehandlung 10 Punkte. Vitalität 10 Punkte. Ganz wichtig, Inspiration 10 Punkte. Amplitude 10 Punkte. Warum? Dadurch wird der Explosionsradius eurer Fähigkeit erweitert und ihr macht dadurch etwas mehr Damage, habe ich festgestellt.
Frag mich nicht warum. Ich habe es ohne Amplitude probiert. Ich habe es mit Amplitude probiert. Und mit Amplitude macht man einfach irgendwie mehr Schaden. Deswegen 10 Punkte da rein. Rindenhaut auf jeden Fall 10. Wir brauchen jedes bisschen Abwehr. Dann habe ich mich dafür entschieden für Blutsbande. Dadurch absorbieren eure Minions 5% des Schadens, das ihr schlucken würdet. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ihr könntet theoretisch auch in starkes Rückgrat investieren, um eine dickere Rüstung zu tragen, aber ja, ich bin mit dem Weg mal gegangen. Sonst ist es immer nur dasselbe, was man baut. Dann Vampir, ganz klar 10 Punkte für Lifesteal. Und Schroff, damit unsere Flieger 40% mehr Lebenspunkte haben. In Schroff seht ihr halt nur 4, weil ich hatte nicht mehr so viele Punkte. Ebenso wie bei Blutsbande, da waren es auch nur 5. Naja, vielleicht werden es beim DLC dann noch mehr. Bestimmt. Also so 10 Punkte mehr würden dem Bild echt gut tun. Und jetzt kommen wir zum Gameplay. Hi! Na? Ihr kennt euch ja hoffentlich aus und wenn ihr neu seid, das ist unser Standardprozedere. Wir machen hier den Glitchgegner anfangs des DLCs und seine kleine Arschgemeinde und dann heute werden wir einen Bossrush machen. Wir werden mehrere Bosse machen mit dem Bild, weil ich möchte wirklich sehen, was der taugt und ihr seht es dann auch gleich. Okay, erstmal die zwei Wobbles beschwören. Mit der Armbrust dünnen wir mal die Gemeinde aus. Funktioniert überraschend gut. Okay. Ich glaube, so schnell hatten wir den noch nie down. Das ist erfreulich, effizient. Der Werwehr kommt von Wobo. Gut gemacht, Flieger. Immer schön in den Schuss fliegen. Machst du richtig so, du behindertes Stück Scheiße. Hoppala, ist mir da jetzt was rausgerutscht. Naja, wir sehen uns bei den Bossen. Bis gleich. Ja, wir sind mal wieder in der Kanalisation. Aber bleibt heute dran. Ich plane für heute einen Boss-Rush. Also, ich zeig da ein bisschen mehr als nur die Schnecke schon wieder. Gucken wir mal, wie es hier wird. Ich hoffe einigermaßen. Okay, hi. Na? Komm schon. Für was das? Ach komm schon gerade eben. Weil einfach die Waffe gewechselt wurde wegen dem Pissrasten schon wieder. Was soll der Müll? Können Sie das mal fixen? Es geht mir echt auf den Sack. Oder du teleportierst sie auf einmal aus der ganz andere Waffe in der Hand. Wenn es mal wieder länger dauert. Geil. Immer diese Schubskacke. Das Ding ist doch schon tot. Boah, nerv mich.
Gut, hätten wir. Schnecke, check. Nächster Müll. Expandierende Lichtung, das ist der Bogenschütze. Also, schauen wir mal. Zack. Oh. Das war doch schon mal gar nicht mal so scheiße. Oh, das ist allerdings wiederum schon sehr scheiße. Geh wieder auf deinen Platz. Geh wieder auf deinen Platz. Oh, geh wieder auf deinen Platz. Lass mich in Ruhe. Ich bin noch nicht so stabil. Au. Verdammter Mist. Hallo? Ah. Ich brauche doch nur eine Sekunde. Ich brauche doch nicht mal lang. Ich brauche nur einen Moment, wo ich kurz mal auf ihn schießen kann, ohne dass er mir auf den Sack geht. Ja, das war's. Na ja, gut. Checkliste. Kleiner nerviger Teleport-Hansel. Yes. Okay, nächster Bus. Scheibenfresse. Auch ein eher listiger Bus. Schauen wir mal. Zack, zack. Ja. Kurz mal abwarten. Und weiter geht's. Schon gerade sagen, wo ist denn der Bus? Da ist er ja. Oh. Das war's. Und weiter geht's. Was kommt denn jetzt? Ach, der Wolf. Der Wolf. Wolf. Okay, schauen wir mal. Gerade hat er mich einmal gebumst, aber ich war einfach nur zu nah dran gestanden. Aua. Ich bin in Schwierigkeiten.
Komm schon! Funktioniert gut. Funktioniert sehr gut, das ganze Scheiß hier. Okay. Wunderbar. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann denkt doch bitte daran, ein Like, vielleicht sogar ein Abo und die...